So, Leute, und weiter geht's mit Battlefield 3 und Back to Kakant. Ich bin jetzt gerade noch alleine, denn ich bin gerade alleine zu Hause, sag ich mal. Die anderen sind wahrscheinlich noch nicht wieder da. Aber ich wollte jetzt schon ein bisschen Back to Kakant spielen und aufnehmen. Deswegen mache ich die Folge jetzt einfach mal gerade alleine. Ich denke, das stört nicht allzu sehr. Denn die nächste Folge bereits wird wahrscheinlich wieder mit beiden laufen, also mit Promo Cable und Blub. Nur jetzt einmal ganz kurz alleine. Wie die Karte heißt, habe ich gerade keinen Plan. Werde ich nachreichen. Oder schaue ich gleich nach. Die haben alle so komische Namen, bis auf Wake Island. So, es ist ebenfalls kein direkter Einstieg, kein von Anfang an, sag ich mal. Ich habe hier, wie ihr seht, gerade schon ein bisschen gespielt. 5:3 muss es jetzt sein. Ja, genau. Und das ist, ich schau mal ganz kurz. Da muss ich mal ganz kurz hier hin. Und zwar ist das die Karte. Wie wird denn das ausgesprochen? Skarquipendulia. Keine Ahnung. Ich habe wirklich keinen Plan, wie das ausgesprochen wird. Ah, eine Viper. Ich will sie. Oh yeah. Scheiße, ich bin tot. Was für eine Scheiße. Egal. Ja, gut, das ist die erste Back to Kakant Map, die ich gerade zocke. Ich habe also noch nichts gespielt. Ich bin gerade erst nach Hause gekommen. Und das Geile ist, das Spiel brauchte sich wirklich nicht mal zu installieren. Also ich hatte jetzt gedacht, ich lade das jetzt noch ganz kurz, eine Stunde oder so oder zwei. Aber war gar nicht nötig. War quasi schon installiert, nur man kann es noch nicht zocken. Das finde ich natürlich sehr geil. Weil, naja, ich konnte direkt zocken. Ich habe mich gewundert, was mache ich denn jetzt? Ich meine, alle können jetzt Back to Kakant spielen, aber ich habe es noch nicht installiert und kann es nirgendwo installieren. Aber brauche ich auch gar nicht. Habe ich nicht gewusst, finde ich aber geil. Boah, Alter. Nein, das muss ich jetzt einfach machen. Tut mir leid. Den möchte ich messern. Danke für deine schöne Marke. One-Man-Army. Ja, das finde ich süß. So. Das ganze Conquest Large, wie ihr seht, und ziemlich large. Denn wir sehen hier ebenfalls... wie viele Punkte sind das? 8? Ne, 7. Es sind 7 Punkte, die man hier verteidigen und erobern muss. Also ich glaube, das höchste ist G. Ich kenne mich mit dem Alphabet nicht so aus, um ehrlich zu sein. So. Den haben wir auch. Das würde ich jetzt ganz gerne einnehmen. Scheiße. Ja, komm. Ich muss noch höher, oder was? Okay. Was ganz gut ist bei Back to Kakant, ach, komm schon. So. Hier aber. Gut, jetzt hätte ich das eigentlich noch markieren können, aber habe ich jetzt wohl irgendwie versäumt. Ja, die Zerstörung wurde noch ein bisschen verbessert. Es gibt, glaube ich, 4 neue Fahrzeuge mit unter der Kettenraupe, die wir auch auf jeden Fall sehr ausführlich testen werden. Senkrechtstarter gibt es und auch neue Waffen. Da habe ich jetzt natürlich noch keine freigeschaltet, denn, wie gesagt, ich habe noch kein bisschen gespielt, bis auf das jetzt gerade. Ich habe noch 1% Leben. Seid ihr des Wahnsinns. Egal. Flagge erobert. 250 Punkte. Steht sogar recht schlecht für mein Team. Aber was soll's. Bin ich ja mittlerweile gewohnt. Ihr seht hier, das ist ziemlich eng alles beieinander. Ich habe auch übrigens die alten Maps nicht gespielt. Also, die einzige Map, die ich früher mal gespielt habe, ich weiß allerdings noch nicht, wie sie heißt, ist, diesen mit dem Kran in der Mitte. Oder nicht in der Mitte unbedingt. Ich glaube, es ist nicht diese Map hier. Ich habe wirklich keinen Plan, wie sie heißt. Oder wie sie hieß. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall, die habe ich mal gezockt. Ich glaube, die war bei Battlefield 2 war die drin oder so. Ich weiß es wirklich nicht genau. Aber die habe ich gespielt. Wake Island bin ich mir gar nicht so genau sicher. Wenn dann bei Battlefield Heroes mal. Falls es die da gab, ich meine schon. Ansonsten habe ich keine der Maps gespielt dafür. Und jo. Sehen allerdings alle bisher recht hübsch aus, sind also mal ein bisschen was anderes.
Denn, ja, finde ich schön. Ich muss nur mal gucken, wie man das denn ausspricht. Sakui Peninsula oder so. No idea. Fuck. Egal. Ich bin eigentlich ganz gut dabei. Ich habe jetzt auch ja, 11 zu 7, das passt schon. Ich weiß noch nicht. Ah, eine Viper schon wieder. Aber warum ist sie denn. Ah. Ganz Zeit am Base rapen hier, ey. So, die Kack-Noobs. Egal. Was wollte ich sagen? Ich wollte sagen, ich habe auch noch kein neues Fahrzeug gesehen. Ich habe noch keine neue Waffe gesehen. Wird alles noch im Laufe der Zeit kommen. Ich werde jetzt natürlich auch. Hab ich gerade gesehen. Nein! Ah. Verdammte Kacke. Egal, ich werde natürlich jetzt nicht. Alter. Ich werde natürlich jetzt nicht jedes Match, was ich hier spielen werde, aufnehmen, sondern halt, naja, ihr werdet noch alles sehen, denke ich. Master Chief 0976. Mhm. Ich merke ich mir. Und ob es hier Jets gibt, glaube ich auch nicht. Ich würde eher sagen, bei Wake Island wahrscheinlich. Na, komm da raus. Haha. Hurricane Gear. Oder Gear. Ist ja doof. Also vorhin ging's, muss ich sagen. Da hatte ich mal einen kurzen Lauf. Jetzt momentan läuft's nicht mehr so. Ich glaube, ich nehme mal hier sowieso lieber diese Waffe hier. Oder diese Klasse. Alter. Oh, von da hinten. Sniper, ey. Die ist mir sowieso eigentlich lieber als Dingens. Weil es ist ja keine große Fahrzeugmap, so ist es ja nicht. Scheint zumindest so, es gibt jetzt zwar Panzer und Helis, aber ich finde, es ist jetzt keine sehr große Map. Muss man schon sagen. Denn ich merke schon, man wird hier recht häufig abgeknallt. Ach, die Map ist das, ja doch. Ich weiß nicht, ob es jetzt die Map ist, die ich denke, sag ich mal, sondern also die hat man auch auf jeden Fall im Trailer gesehen. Wo bist du? Dich habe ich gerade gesehen. Ich habe ich. Yes, sir. So, und dem. Ah, der ist weg. Schade. Egal. Zwei gemessert in einer Runde. Finde ich doch gar nicht so schlecht. Das hat man im Trailer gesehen. Das ist mit dem Heli hier so rübergeflogen. Hat da oben einen abgeknallt, glaube ich. Irgendwie so. Es kann jetzt sein, dass es die Map ist, die ich meine, mit dem Kran in einer Ecke. Ich glaube allerdings nicht, weil. Die war, glaube ich, mehr in der Wüste. Ich weiß auch nicht genau, wie sie hieß oder in welcher. In welchem Map-Pack oder wie auch immer die mal drin war. Ich habe sie auf jeden Fall mal früher ganz oft gezockt. Mit einem Kollegen gegen Bots meistens, glaube ich. Hm. Oder gibt es bei Battlefield überhaupt. Gab es da mal Bots? Ich bin mir total unsicher. Es ist echt lange her. Das kann sein. Ich kann mich auch irren. Oh, was steht denn da? Aber da kann ich ja gar nicht hin. Eingang zur Stadt. Durchgang, ja. Jetzt kriegen wir wieder ein paar Punkte. So. Gehen wir mal zu D. So langsam aber sicher. Ich hätte ehrlich gesagt lieber sogar zuerst Wake Island gezeigt. Anstatt hier diese Map. Weil ich erstens die jetzt nicht genau kenne. Und zweitens Wake Island eigentlich sogar noch ein bisschen geiler rüberkommt. Scheiße. So, wer steigt der. Aha. Aha. Nein, da kommt noch einer. Na! Ah! Dave dabei. Ah, ich wurde wiederbelebt. Ah, und ich werde wieder sterben.
Oder? Ah, wird knapp. Oh. Ich werf mal einfach eine Granate hin, einfach so. Just for fun. Aber das werden wir verlieren. Gar keine Frage. Ich muss mich über die Maps nochmal ein bisschen schlau machen. Da gibt es bestimmt auch neue und alte Bilder von den Maps. Ich glaube, das hat Games da sogar schon mal gemacht. Das ist aber auch schon wieder ein bisschen her, eine Woche oder so mindestens, dass ich das gesehen habe. Deswegen, wie gesagt, ich kenne mich ja auch nicht aus. Wenn ich das jetzt genau wüsste, dann würde ich euch das auf jeden Fall sagen. Ja, genau. Ich denke mal, dann werde ich jetzt diese Map erstmal abhaken für das Let's Play. Und dann, die nächste Runde, ja, weiß ich nicht, eine der anderen drei, welche genau weiß ich jetzt noch nicht. Auf jeden Fall eine andere und die dann wieder abhaken und mit der nächsten anfangen, dass ich alle vier auf jeden Fall schnell abgehakt habe. Dass wir uns dann direkt auf, naja, nicht direkt alles, wie heißt es? Das direkt gezeigt haben und uns nicht darauf konzentrieren müssen, dass wir noch alle zeigen. Ah. Ja, geil. Haha. Nice. Ist ja awesome, ey. Ja, da haben wir das auf jeden Fall auch schon abgehakt. Einer kann sich hinten draufsetzen, aber momentan ist da noch keiner. Ja, vielleicht sehen sie mich nicht. Ah, zwei überfahren. Ach nein, wie geil. Zwei ist mal nice damit überfahren. Es ist eine gute Runde gewesen. Ja, auf jeden Fall. So, welche ist diese hier? Das weiß ich auch noch nicht. Die sind doch total durcheinander. D ist das in der Mitte, okay. Würde ich sagen, zu C, vielleicht kriegen wir noch ein paar Punkte. Ah, da bin ich auch gerade durchgerast. Ach, verdammt. Und jetzt, wo ich sie sehe, ich glaube, es ist wirklich die Map, die ich meine mit dem Kran. Ich glaube, eine andere mit dem Kran gab es hierbei nicht. So, ich spawn jetzt noch einmal. Oder? Hm. Ja, vielleicht auch öfter, aber ich weiß es nicht. Wir haben sowieso nur noch 40, ja, 39 Tickets. Ich denke mal, die gehen recht schnell weg. Hm. Ach, hier unten ist es. Ah, scheiße. Ja, von hinten auch. Ich habe nur oben einen markierten gesehen, deswegen habe ich mich jetzt auf den konzentriert. Aber dass ich zwei mit dieser Kettenraupe schon habe, das finde ich ja geil. Also da freue ich mich. Vor allen Dingen, weil das gar nicht geplant war. Und ansonsten noch nicht mal mit dem Dingens. Mit dem Brawler zum Beispiel, also mit diesen dicken Buggies, mit denen irgendwas erreicht. Ja, also irgendjemand umfährt, meine ich. Also es kommt bei mir recht selten vor. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass ich mit dieser kleinen, schwachen Raupe das geschafft habe. So, zwar haben wir jetzt wieder verloren. Aber finde ich jetzt gar nicht so schlimm, denn es ist erstens jetzt das erste Mal, dass ich auf dieser Map bin. Und zweitens ist sie echt geil. Also... Ja doch, es ist die Map, die ich meine. Ich guck nochmal nach den originalen Namen, wie sie früher hießen oder so. Fucking love this map, schreibt einer. Jo. Wird auf jeden Fall schön, denke ich mal. Die anderen Maps sehen circa genauso aus. Wake Island ist noch ein bisschen satter, glaube ich, von den Farben her. Da gibt es dann noch diesen Senkrechtstarter, meine ich. Und was wir auch auf jeden Fall, ich denke mal, auch in der nächsten Folge ausprobieren werden, ist Conquest Assault. Das bedeutet nämlich, ein Team hat quasi die eine Partei oder die eine,
wie heißen sie? Ihr wisst schon, und die anderen sind halt hier die USA und die Russen und die eine Fraktion, genau das war's. Ah, geil. Oh, geil, Aufträge. Damit werden wir uns auch noch auseinandersetzen, aber was ich sagen wollte, dass dann eine Fraktion alle Punkte hat und die verteidigen muss und die anderen müssen das erobern und wenn alle erobert sind, dann haben sie keinen Spawnpunkt mehr und man hat verloren. Gut, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Match wieder dann, zu dritt wahrscheinlich und Conquest of Saltbreak Islands hoffentlich. Bis dann, ciao.